Ich bin stolz, mit euch zu kämpfen, Jim. Seht, wie der Gegner euch fürchtet. Ihr seid ein wahrer Krieger. Hab Dank, Ocke. Bleibt wachsam. Bogenschützen, in Deckung! Wir müssen durch das Tor. Verwüstet das Ganze vor! Ihre Schiffe sollen sich hierher wenden, nicht zu Goro! Dorso!
abholen! Da ist Goros Boot. Wir haben ihm Zeit verschafft, aber nicht genug. Sie haben ihn entdeckt. Und ihre Schiffe sind schneller. Unsere Männer sind schutzlos. Nein, sie haben uns. Und wir haben eine Watcher. Eine Waffe des Gegners, nicht der Samurai. Das Einzige, was zählt, ist, unsere Männer zu retten. Ihr beherrscht dieses Gerät? Ich lerne schnell. Zerstört die Mongolenschiffe. Und überlass die Wachen mir. Onkel. Hier werden wir nicht sterben, mein Junge. Die Mongolen schicken Enterkommandos. Haltet Goro die Boote vom Leib. Es klappt. Die Mongolen-Schiffe brennen. Nicht nachlassen. Goro muss ihnen entkommen. Schützen auf dem Strand. Nicht zögern, Goro. Geschafft, Goro. Holt Hilfe beim Shogo. Geschafft. Ich wusste es. Ihr beweist, dass man Mongolen aufhalten kann. Ihr lehrtet mich den Kampf. Ich darf euch nicht enttäuschen. Das habt ihr noch nie. Ich bin stolz auf den Krieger, den Mann, der ihr nun seid. Jin, meine Nachricht an den Shogun enthielt eine Ankündigung. Ich wünsche euch offiziell als Sohn zu adoptieren. Onkel. In meinem Herzen wart ihr stets Erbe meines Vermächtnisses. Wenn der Krieg endet, machen wir es offiziell. Eines Tages sieht unser Volk in euch seinen Anführer. Ihr werdet sein ehrenhafter Jito. Gestützt durch die ganze Macht des Shoguns. Ich hoffe, ich diene ihm so gut wie ihr. Das werdet ihr.
Wir müssen fertig sein, bis die Verstärkung des Shoguns kommt. Was befehlt ihr? Holt die Rüstung eures Vaters. Wir müssen dem Volk zeigen, dass die Samurai-Fürsten von Tsushima weiter für sie kämpfen. Ich werde nach Omi reiten. Wenn ihr bereit seid, trefft mich in unserem Lager in Kubara. Dann werden wir Kotun-Kan meine Burg entreißen. Und unsere Heimat retten. Als Vater und Sohn. Der Shogun persönlich wird unseren Sieg feiern. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dahin, seid auf der Hut. Ah. Braves Pferd. Mein Herr, bitte! Ich habe eine Nachricht für euch. Was ist denn? Ein Dämon tötet mich, wenn ich euch seine Geschichte nicht erzähle. Hört schon auf. Dämonen sind nur Legenden. Dieser nicht. Sein Name ist Kojiro und er kann nicht sterben. Vor vielen Jahren war Kojiro ein Strohhut-Ronin. So furchtbar. Tödlich und blutrünstig, dass seine eigenen Brüder sich gegen ihn wandten. Von früh bis spät kämpften Dutzende Strohhüte gegen Kojiro. Er erschlug sie alle. Wer an jenem Tag entkam, verstieß Kojiro aus den Strohhuträngen, doch trat ihm nie wieder entgegen. Die Todesgeister waren von Kojiro so beeindruckt, dass sie seine Rüstung segneten und ihm einen unermüdlichen Schwertarm verliehen. Jetzt ist er mehr als nur ein Mann. Er ist ein legendärer Mörder. Als die Strohhüte unser Volk verrieten und sich den Mongolen anschlossen, hießen sie Kojiro wieder als Bruder willkommen. 5 Mörder aus den Reihen der Strohhüte haben zusammen mit Kojiro geschworen, euch zu töten. Kojiro lässt mich wissen, dass ich gejagt werde. Ich werde auf der Hut sein. Das müsst ihr nicht, mein Herr. Kojiro erweist euch die Ehre eines Duells. Doch ihr müsst euch das Privileg verdienen. Und die 5 Strohhüte in seinem Dienst besiegen. Es scheint, als hätte ich die Herausforderung unwissentlich angenommen. Dann wisst ihr, dass sie überall in der Region warten und euch mit unschuldigen Menschen zu sich locken. Ich setze dem ein Ende und bringe Kojiro den Tod, wie es vor Jahren hätte geschehen sollen. Seid vorsichtig. Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen. Ich bin gar nicht sicher, ob er ein Mensch ist.
zu bearbeiten, mein Herr. Kenji, was macht ihr denn hier? Fürst Sakai! Meine Gebete wurden erhört. Das wird sich noch zeigen. Was ist los, Kenji? Ich schulde einem Banditen Geld. Gon, dem Schlechter. Dann bezahlt ihn doch. Werde ich. Doch ich soll mitten ins Nirgendwo kommen. Bestimmt schlitzt er mir die Kehle auf. Was genau habt ihr ihm denn getan? Er hat eine Ladung Sake und Medizin bezahlt. Und ich habe etwas davon abgezweigt für die Flüchtlinge aus Izuhara. Dachte, er merkt's nicht. Man kann den Menschen auch anders helfen, Kenji. Mein Herr, ich bin ein Idiot. Und ich soll euch da wieder rausholen. Könntet ihr nicht heimlich zusehen, falls Gon irgendetwas versucht? Wenn ihr ihn verjagt, setzt er nur ein Kopfgeld auf mich aus. Eure Absichten waren diesmal edler als sonst. Ich helfe euch. Hab Dank, mein Herr. Wo ist das Geld für euren Banditenfreund? Keine Angst, ich habe es. Gon wartet bei einer Brücke auf uns. Ist nicht weit entfernt. Geht voran. In solchen Situationen fürchte ich mich jedes Mal aufs Neue zu Tode. Ihr wollt eure Nerven schonen? Dann bestehlt keine Mörder mehr. Beim ersten Mal war Gon nicht einmal wütend auf mich. Wie oft habt ihr ihn schon hintergangen? Bleibt lieber im Sake-Geschäft. Sogar das kann gefährlich sein. Meine erste Fuhre borgte ich mir aus einem Kloster. Ihr habt Mönche bestohlen. Ich dachte mir, die sind gütig, wenn sie mich erwischen. Interessante Strategie. Könnte man meinen. Es waren aber Kriegsmönche. Buddhas, Schwerter und Speere. Ich glaube, die jagen mich immer noch. Ihr seid viel beschäftigt. Ich weiß, mein Herr. Der Ärger verfolgt mich einfach. Ihr verfolgt den Ärger, Kenji. Fragt euch doch mal, warum. Wir treffen uns auf dieser Brücke. Halten wir mal an. Geht zur Brücke. Ich postiere mich irgendwo mit dem Blick auf Gon. In Ordnung. Wenn etwas schiefläuft, gebe ich ein Signal. Dann rufe ich. Wie schön, euch zu sehen! Wie ihr wollt. Kenji ist in Gefahr. Und den Geist! Hilfe! Geh nicht eben raus! Mongol! Er bringt mich um! Zuerst!
Ich schulde euch mein Leben, Fürst Sakai. Ihr schuldet mir weit mehr. Was immer ihr wollt. Sacke, Sattelpolitur. Vielleicht... Kenji, warum riskiert ihr euer Leben für Kleinigkeiten? Keine Kleinigkeiten. Ich brauche Essen, Geld, ein warmes Feuer. Ihr habt geholfen, Taka zu retten. Ihr habt Bedürftigen Medizin gebracht. Das war heroisch, oder nicht? Ihr habt ein Talent, Kenji. Also nutzt es doch. Zum Wohl unserer Insel. Natürlich. Ehre ist mein Fachgebiet. Kommt, mein Herr. Oshitsunes Geschichte erwartet euch.
Vor langer Zeit wurden ein Kaiser und sein Palast von einem geflügelten Dämon heimgesucht. Der Kaiser schickte nach Uchitsune, dem bekanntesten Schützen seiner Zeit, dessen Bogen von Kami gesegnet war. Als sich der Dämon erneut zeigte, war Uchitsune bereit. Mit dem Langbogen war er präziser und seine Pfeile flogen weiter als die jedes anderen Schützen in Japan. Uchitsune schoss nur einen Pfeil ab. Er durchbohrte das Herz des Dämons. Als er zu Boden fiel, verfluchte er Uchitsune in seinem letzten Atemzug. Kurz darauf sah Uchitsune die Gestalten des Dämons überall. Sein legendärer Bogen verfehlte nie. Doch jedem Pfeil, der sein Ziel traf, folgte ein menschlicher Schrei. Die Leichenspur führte zu seiner Gefangennahme. Obwohl viele Uchitsunes Tod forderten, empfand der Kaiser Mitleid mit ihm. Uchitsune wurde auf die Insel Tsushima verbannt. Er starb Jahre später, allein und beinahe völlig vergessen. Der Dämonentöter Langbogen ist seit seinem Tod hier verborgen. Manche sagen, er warte auf einen würdigen Meister. Andere glauben, er berge noch immer den Fluch des Dämons. Fluch oder nicht, der Bogen muss mächtig sein. Gebt Acht, mein Herr. Der Bogen nährt die Finsternis in jenen, die danach suchen. Ich werde daran denken. Doch wo soll ich mit der Suche beginnen? Um seinen Geist zu beruhigen, ging Uchitsune oft an der Küste spazieren. Er liebte die blauen Hortensien dort. Vielleicht liefern sie einen Hinweis. Blaue Hortensien, wie der Musikant gesagt hat. Ich bin in der Nähe.